Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Mach's gut. Viel Spaß in der Schule. Tschüss, Lena. Tschüss, Anna. Viel Spaß im Kindi. Willst du etwa raus, Niki? Draußen ist aber alles pitschenass. Ja, stimmt, Lena. Nimm am besten noch den Regenschirm mit. Danke, Mama. Tschüss. Aber Niki, du musst schön hierbleiben. Nicht mehr nachlaufen, hörst du? Ja, so ist gut. Hallo, Lisa. Hallo, Lena. Ich hab schon auf dich gewartet. Schau mal im Schaufenster vom Spielzeugladen. Ist was Neues ausgestellt. Oh, ist das schön. Schau dir diese schönen Puppen an. So eine hätte ich auch gerne. Ich auch. Und schau mal, da gibt es noch einen Schatz dazu. Und einen Zauberkessel. Schau dir das schöne Plüscheinhorn an. Wow, das ist ja riesig. Und ein Feenkostüm gibt es auch. Ja, aber komm, wir müssen weiter. Du hast recht. Sonst kommen wir noch zu spät. Oh, schau mal, eine Schnecke. Wie süß. Nein, die Schnecke wurde fast von einem Auto überfahren. Wir müssen sie retten. Du passt auf, dass kein Auto kommt. Und ich hole sie weg. Okay, kein Auto in Sicht. Komm schnell hier weg, kleine Schnecke. Hier bist du sicher. Oh, schau, hier fühlt sie sich wohl. Da sind noch mehr Schnecken. Komm, wir retten sie, bevor sie auf die Straße kriechen. Super, das hätten wir geschafft. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Ja, schnell. Wir haben noch vor Bara in der ersten Stunde. Ich kann es nicht leiden, wenn man zu spät kommt. Oh nein! Wir sind zu spät. Es ist schon gar niemand mehr auf dem Schulhof. Wir haben uns voll vertrödelt. Ich traue mich nicht, die Tür aufzumachen. Vielleicht ist Frau Bade ja noch gar nicht da. Doch, ich höre sie reden. Meinst du, Frau Bade schimpft? Ich weiß nicht. Oh nein, Lena! Da kriegt eine Schnecke auf deinem Schulranzen. Was? Was machen wir denn jetzt? Wenn wir sie rausbringen, sind wir noch später dran. Wir müssen sie mit reinnehmen. Lisa, ich habe eine Idee. Wie ich gestern schon gesagt hatte, beginnen wir heute unser neues Thema. Die Schnecke. Hallo. Lena, Lisa, wo kommt ihr denn so spät her? Tut mir leid, Frau Bader. Wir haben extra noch eine Schnecke gesucht, damit wir sie beobachten können. Wir brauchen nur noch ein Gefäß und etwas Futter für sie. Na sowas, das ist ja eine tolle Idee. Ich hole sofort etwas Passendes. Wir wollen auch die Schnecke sehen. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Manchmal muss man eben Glück haben. Hier geht es jetzt zu weiteren Videos von Familie Hauser und über diesen Button könnt ihr uns kostenlos abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst.